Ja, wir feiern heute 5-jähriges Jubiläum in Café Samoka. Schöne Abwechslung mal abseits des Fußballplatzes. Und ich habe heute die große Ehre, das Team zu unterstützen, insbesondere den Yannick. Ja, nur schöne Begegnungen. Also wenn ich hier bin, leider nicht so oft, aber wenn ich hier bin, ist es immer so herzlich mit den Bedienungen hier, mit diesen Menschen, die mit ihrer Behinderung so völlig unkompliziert umgehen und mit dir als Gast völlig unkompliziert umgehen. Einfach schön, eine Bereicherung für Fürth. Herr Dr. Jung, 5 Jahre Samoka, mal wieder ein Zeichen, dass Fürth Inklusion leben kann, diese Einrichtung, eine tolle Bereicherung für die Stadt? Ist es, und es ist auch ganz wichtig, dass unsere Mitarbeiter zeigen können, was sie können, und jede und jeder ist herzlich eingeladen, mal in entspannter Atmosphäre, mit ein bisschen Entschleunigung im Herzen der Stadt, in der Breitscheidstraße, Kaffeegenuss vom Feinsten, und wer mal to go will, am Wochenmarkt sind wir auch vertreten. Unser Espresso ist wunderbar, das muss ich einfach sagen, genauso wie unsere Kuchen. Und einfach die Menschen, die sie bedienen, so ein Erlebnis ist eigentlich ein Stück weit unbezahlbar, weil sie bekommen Herzlichkeit und Verständnis. Und super danke für die Unterstützung der Spielvereinigung. Nicht nur heute, auch sonst. Wir haben über 1000 Menschen mit Behinderung in Stadt und Landkreis Fürth. Und dass wir immer wieder tolle Erlebnisse organisieren dürfen, ist ganz großartig. Bin ich auch als Oberbürgermeister und Vorsitzender Lebenshilfe sehr, sehr dankbar. Stefan, jetzt kennt man Yannick ja, oder du kennst den Yannick ja schon aus dem Trainingslager, normalerweise mit Torwarthandschuhen. Wie schlägt er sich denn hier im Café Samoka? Ah, ich glaube, wir schlagen die Torwartkarriere ein, oder? Ha? Nein, macht er hervorragend, und bin sehr froh, den Yannick kennenlernen zu dürfen. Und ersten Kontakt hatten wir im Trainingslager, und jetzt hier freut mich, dass wir zwar heute ein Team bilden. Und Yannick, du freust dich auch? Ja. Ja, natürlich. Abwechslungsreich, macht Spaß. Ich kenne das Café natürlich schon, bin auch das ein oder andere Mal schon hier gewesen, und es ist eine tolle Einrichtung. Und ich glaube, man kann es auf einen Satz bringen. Ja, hier wird Inklusion gelebt. Es macht mir hier Spaß. Was zeigst du im Mergim heute alles? Wie man bedient, freundlich mit dem Kästen umgehen und natürlich ab und zu mal Unterhaltungen zu führen. Und worüber unterhaltet ihr euch? Über alles Mögliche. Wir sind gerade ziemlich tief gewesen, sogar, was für Hobbys er hat, was er privat so gerne macht. Macht sehr viel Spaß mit Merlin. Jetzt bist du ja schon viele, viele Jahre in Fürth. Samoka für dich schon eine bekannte Einrichtung? Damals, zu meiner ersten Amtszeit, gab es das leider noch nicht, aber das ist mir jetzt neu. Ich habe das nicht gewusst, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist jetzt ein heißer Anwärter auf mein Stammcafé. Und was darf der Mergim jetzt noch dann von dir erwarten in der nächsten halben Stunde? Ja, noch richtig viel Spaß. Darum geht's.